nachvollziehbar ist. Du weißt, wie doof man angestellt wird. Ich war ehemaliger Bergmann. Ich kam aus der Grube, wie ich an die Akademie Düsseldorf kam. Ich war in der Fremdlehrung gewesen. Ich war also allen möglichen Mist gemacht, den man sich vorstellen konnte. Und das hat, vermittelte auch eine gewisse Art von Brutalität oder Direktheit oder Extremität, auch das Ertragen von Extremität. Sie durften nicht vergessen, sie wurden ja verlacht. Ich bin einer mit rot gestrichenen Schuhen und mit einem russischen Kaftan oder Holzpantin durch die Gegend lief, eine Bibel unterm Arm und Pinsel in der anderen. Das war dann eben auch für da, und schulterlanges Haar hatte, das war für damalige Zeit eben extrem. Und eine Welt, die sehr viel aggressiver war. Man musste sich ja dann verteidigen, man war ja lächerlich. Nicht? Die Leute zeichneten Finger auf der Straße auf einen. Und so bekamst du keine Wohnung, so bekamst du in kein Lokal. Du hast ja nicht mal der Metzger dich bedient, wenn du reinkamst, weil Angst hatte, du klaust ihm die Wurst. Also das war ja eine ganz andere extreme Situation, aber die musste man eben physisch verteidigen, sonst wäre man ein Narr auf der Straße gewesen. Nicht? Und hätte dann die Ohren langgezogen. Nicht? Und wäre jeder, der irgendwie sein Mütchen kühlen wollte oder dem Mädchen imponieren wollte, hat dann dem Doll, der da rumlief, nicht? Dann vom Kopf gehauen. Nicht? Und das waren Dinge, die musste man, dagegen musste man sich wehren. Es gab dann irgendwie meine Riverboot-Schaffel nach Zons und die endete in einer fürchterlichen Auseinandersetzung. Ich glaube, sie hieß Olga und wollte nichts von mir wissen. Und ihr Freund hat mich verhöhnt und dann musste ich anschließend die Akademie verlassen. Und ich habe gewonnen, das war mein Fehler.